Es ist 18 Uhr im Game. Ich bin an der alten Festung und es geht los. Ab zum Spot und wir ziehen mal ein paar dicke Brocken raus. So, ab zum Spot und ich baller hier mal raus. Klassischer Spot, ich glaube, sollte jeder mittlerweile kennen. Aus der alten Festung raus, zack, hier vorne hin. Und ich gehe hier mal schön entspannt heute mit den Grundruten und Tauwurm hier an die Stelle. Mal eben alles wieder umbauen. Ich war zuletzt noch an der Belaya und habe da ein bisschen probiert auf, ich glaube, ich gehe mal mit 8, 9 Kilo, nee, 6, machen wir mal, ne? Genau so. Probiert auf Güster, war aber leider nicht ganz so gut. So, das kommt hier alles weg. Und wir basteln uns hier mal jetzt ein schönes Setup zusammen. Zum einen für die Chance auf Aal. Es sind die Abendstunden. Das heißt, da testen wir auch mal, ob nicht auch noch ein Aal reingeht. Und zum anderen ballern hier auch anscheinend einige Karauschen rein. Und das testen wir doch mal, ob das auch so ist hier bei mir. Also mal schnell umbauen, zack, 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 Inline-Montage, Schlaufenmontage, irgendwas in der Art. Vom Setup her, oh, ich muss gleich die andere Bremse noch runterstellen. Wie gesagt, ich gehe hier nur ganz leicht rein. 6,9 Kilo Schnur, 1er Haken jedoch, also wir gehen hier schon groß mit einem großen Haken rein. So auf 8 Meter der Clip, ich glaube, das sollte passen. Ja, das sieht ganz gut aus. Bremse machen wir natürlich entsprechend erstmal runter. Hochstellen können wir immer noch. Das heißt, wenn da einer anzuppelt, so, kann er auch erstmal ein bisschen abziehen. Und die dritte Route auch. Und das Schöne ist, wenn wir denn hier schön Karauschen ziehen, verschiedenste Fischarten rausziehen, vielleicht gehen auch noch Schleien rein und sowas, dass wir dann eben in der Nacht die Chance haben, nebenbei den Aal zu fangen. Dann haben wir nämlich nicht hier eine halbe Stunde auf Aal und fangen die ganze Zeit nichts und stehen hier und machen quasi keine Kohle, keinen Silber, keine XP-se, sondern wir angeln eigentlich auf was anderes. Und mit Glück ballert halt nochmal so ein langer Otto da rein und bringt nochmal einen richtig schönen Boost. Und da geht es auch schon los. Nichts drin, also ich bin gerade erst hierhin zur alten Festung. Keine Futtermische drin, kein gar nichts drin. Einfach mal erstmal nur getestet, was so geht. Da war gerade irgendwas dran, ist abgeflutscht, sehr gut. Schnur mal wieder so ein bisschen dran machen, ranziehen. Und dann gucken wir. Zack, da geht er jetzt auf die andere Route. Gucken wir mal, was hier reinballert. Was natürlich mies wäre. Und das ist, glaube ich, mal auch so ein bisschen meine Sorge, wenn hier ein Amur reingeht oder ein Schuppenkarpfen. Kann passieren, Amur und Schuppenkarpfen, gerade wenn das viel zuppelt. Es können aber auch Quappen reingehen in den Abendstunden, die zuppeln auch häufig richtig viel. Aber gerade so ein Amur, wenn er 3-4 Kilo hat, könnte er schon richtig abziehen hier auf 6 Kilo Schnur. Ja, das könnte natürlich ein harter Drill werden. Wenn das so ist, versuchen den Fisch da hinten in diese Ecke rein zu lotsen. Das heißt, mit der Rute hier so rüberziehen, damit er nach dahin abhaut. Ich hoffe, dass das nicht passiert heute. Werden wir gleich sehen. Und da geht es schon los. Die erste Karausche. Sehr schön. So, ich werfe mal die Rute hier so ein bisschen rüber noch. Absinken lassen, Bügel zu. Und ab dafür. Ja, und so kann das, zack, nächste. So kann das jetzt gleich hier gerne losgehen. Gerne mehr Brocken, gerne auch einige große Karauschen. Oh, guck mal hier, Barsch nehmen wir auch gerne mit. Und das sind dann eben auch die Brocken, die häufig im Café drinne sind. In den Aufträgen. Ja, theoretisch könnte man hier natürlich jetzt auch noch ein bisschen Futtermische reinschmeißen. Giebel- und Karauschen-Futtermische wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um den Spot ein bisschen aktiv zu machen. X-Plane hatte hier im Ingame-Chat vorhin noch geschrieben, Alden hier schon die 6., 7. Trophy rausgezogen. Also es läuft anscheinend bei ihm gerade sehr gut. Ich teste es jetzt gerade eben erst, also bin jetzt gerade erst hier halt zu den Abendstunden hin,
weil ich mir dachte, komm, Alter, wenn, dann doch direkt auch mit dem Aal vielleicht reinstarten. Vielleicht haben wir ja die Chance. Grundsätzlich fürs Aalangeln, aber auch fürs Karauschenangeln muss man ja gar nicht so dick vom Setup reingehen. Das bedeutet, ich bin hier insgesamt ja relativ fein unterwegs. Großer Haken zwar, aber einfach nur mit Fluorocarbon-Schnur. In dem Fall jetzt hier Fluoro-Only. Wenn ihr das, euch das so noch nicht leisten könnt, gar kein Problem. Einfach hier eine Monoschnur nehmen. Vorfachsmaterial so in 6,9, 6, ich sag mal 7,7 ist auch noch ganz klassisch fürs Aalangeln. Und dann ist das, glaube ich, ausreichend. Gucken, dass man immer genug Schnur drauf hat. Ich habe hier die komplette Spule jetzt quasi auf der Rolle drauf. Und ja, dann sollte das doch gehen. Ob das jetzt das Feederset Start ist oder hier so eine Premium Feederroute. Je nach Levelbereich kann man sich dann einfach hier hinstellen. Wie gesagt, im Idealfall ein bisschen Futtermische reinschmeißen. Die ganz normale Giebel- und Karauschenmische. Gucken wir mal, hier ist sie. Zack. Und dann auch hier so auf 8 Meter einfach den Bereich hier mal so ein bisschen anfüttern. Zap, zap. Anfangs vielleicht einfach mal so 10 Bällchen reinschmeißen, so für den Start. Und dann kann man locker nochmal, ja, keine Ahnung, so sagen wir mal so 8 bis 10 Stunden einfach nochmal abwarten. Und dann nochmal irgendwie 5 Bällchen nachwerfen, so dass die Futtermische halt immer so ein bisschen wirkt, ne? Ja, ich bin gespannt, was jetzt geht. Werde das jetzt mal so ein bisschen hier durchziehen und dann gucken wir gleich mal in den Kescher rein. Alter, nicht dein Ernst, ne? Doch sein Ernst. Doch sein Ernst. Da bimmelt es direkt los und et küt. Ei, 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 ei. Ja. Das war easy und das war relativ schnell. Trophy Karausche gesucht, Trophy Karausche gefunden. Dritter Fisch, nicht schlecht. Dankeschön für den Tipp, dass die Karauschen hier reinballern. So, aber jetzt ziehe ich nochmal ein bisschen durch und dann gucken wir mal, was in der Nacht passiert. Wenn ihr euch übrigens keine Tauwürmer leisten könnt, ne? Einfach mal hier mit einem Mistwurm probieren. Ich bin gerade hier mit der Stippe unterwegs. Auf die Karauschen und Co. Die Karauschen machen übrigens so einen kleinen Hebebiss, ne? Das heißt, die gehen immer so ein bisschen nach oben. Die stoßen quasi die Pose so ein bisschen nach oben. Ist manchmal ein bisschen tricky da zu sehen, wann sie denn dann wirklich auch einschlagen. Aber ihr seht auch hier mit der Stippe und ja, dem kleineren Wurm, dem Mistwurm, auch das geht hier an der Stelle ganz gut. Ich schaue gerade nochmal eben rein hier. Da waren jetzt ein paar Karauschen noch. Es waren hier in der Nacht bisher auch ein paar Quappen und Brasse geht auch rein. Also es zuppelt hier ganz gut los. Allerdings kein Aal. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Glück. So bis 10 Uhr durchaus möglich. Ja, hier globale Rekorde, werden auch schon gerade wieder viele Aale gefangen. Und auch hier im internen Chat sozusagen, auch hier von der Community werden auch einige Aale immer wieder gerade gefangen. Also es scheint zu laufen hier und es ist einfach zu wild und es ist einfach zu wild. Abgefahren, hier schon wieder die nächste Karausche drin, 2,2 Kino, richtig schöner Brocken. Ja, da ist er, Explain ballert hier ordentlich raus die Dinger. Und bei mir zuppelt es aber auch hier ganz gut. Selbst mit dem Mistwurm bin ich super zufrieden. Der macht hier gerade tatsächlich Frequenz, der Mistwurm. Heißt also, wenn ihr Bock habt, eben hier auch mit kleinerem Setup zu angeln und wie gesagt, nicht unbedingt mit dem Tauwurm unterwegs seid. Es sieht gut aus mit dem Mistwurm. Ja, und tatsächlich hier auch fürs Posenangeln gar nicht so schlecht. Ganz simples Setup hier. Die Rute trägt ja nur 3,5 Kilo und hier von der Schnur 3,4 Kilo. Invisible ist hier drauf, Monoschnur, Einserhaken, einen leichten Einserhaken, Mistwurm und dann gib ihm. Raus damit mit dem Brocken. Und ich bin echt gespannt, was da geht. Ob da vielleicht noch eine Trophy oder so reinrasselt oder irgendwas Saftiges. Ich hoffe nicht, dass mir hier was abreißt. Kann natürlich auch durchaus passieren. Aber das ist halt das Risiko beim Stippen. Und da geht er rein, jawohl. Komm ran, ihr Karausche. Nächste große Karausche. Im Ingame-Chat sehen wir hier schon wieder den nächsten großen Aal mit 3 Kilo. Also, es lübt echt ganz gut ab hier an dem Spot. Ich glaube, ich werde noch lange nicht
zum Casher gehen, beziehungsweise zum Verkaufen gehen. Denn hier läuft es hier wirklich ganz gut. Einer nach dem anderen, verschiedenste Fische. Ich mache erstmal den Casher ein bisschen voll und guck, was wir dann hier, zack, was wir dann hier am Café alles noch abgeben können. Denn das lohnt sich ja auch immer wieder. Also, zieht raus die Brocken. Petri, ihr Lümmels. Ich habe hier gerade gesehen, was hat er geschrieben? Genau, 9. Trophy schon. Explain rasiert hier gerade richtig auf dem Tauwurm. Zieht auch eure Trophys raus, wenn ihr sie noch braucht. Schön auf Karausche. Und dann, wie gesagt, mit Glück auch noch auf Aal. Bis dahin, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri,